Perfekte Uhrzeit, um an der Yama zu starten. Es ist 4 Uhr in der Nacht. Ich renne zum Spot und wenn ich da bin, ist genau die richtige Uhrzeit, um das erste Mal auszuwerfen und die ersten Lachse zu fangen. Und schon bin ich da. Hat gar nicht so lange gedauert. Also, zack, direkt raus hier mit der ersten Rute. Wir können sogar noch ein bisschen Licht anmachen und gebe ihm kurz nach 4. Das ist das perfekte Timing. Damit fängt man am besten schon mal an und kann dann die ersten Köder schon mal durchziehen. Ja, und welche Köder heute dran sind? Tja, alle, die im Livestream dabei waren, die wissen es wahrscheinlich schon. Ich teste noch mal ein bisschen weiter auf Nagetiere hier. Nagetiere von der Tunguska für die Yama. Also an der Tunguska gibt es ja einen Spezialshop, einen Tunguska-Shop. Und in diesem Tunguska-Shop gibt es, tja, alles von der Tunguska, ne? Tung, tippen wir mal ein und dann sehen wir es auch schon. Verschiedene Wobbler. Auch da muss ich gleich mal gucken, ob ich die nicht versuchen oder eine Möglichkeit habe, die hier durchzuziehen. Es ist aber sehr schwierig wegen der Tauchtiefe, ne? 2,50 Meter, 2 Meter Tauchtiefe, sehr tricky. Aber war auch schon eine Anregung aus dem Chat heute. Durchaus eine Möglichkeit, dass die ja auch funktionieren, wenn, ja, wenn auch nur leicht angejiggt. Ähnlich wie man das zum Beispiel macht an einer alten Festung auf Hecht mit den Minnows. Wenn man da eben nur so ganz leicht anklickt, dass die nur so ganz leicht untertauchen und sofort wieder locker lässt. Vielleicht geht das hier auch. Muss ich auf jeden Fall gleich mal testen. Was aber auf jeden Fall dran ist, sind, wie gesagt, die Nagetiere. Und zwar die ganze Serie der 20er habe ich mir nochmal geholt, beziehungsweise mir fehlt noch 2. Und damit teste ich jetzt. Also die ganzen Mäuse in der Stufe 20, beziehungsweise mit 20 Gramm. Und die habe ich dann nochmal umgeändert. Ich habe hier jetzt einen Puschelhaken drauf gemacht, einen Einserhaken. Von Natur aus ist da ein Zweierhaken drauf. Und ich habe jetzt einen Einserhaken drauf gemacht, also eine Nummer größer. Und damit geht es jetzt quasi hier an der Tunguska los. Relativ klein. Und jetzt ist natürlich immer die große Frage, wie führt man diese Nagetiere? Und da gibt es einfach einen riesen Vorteil hier an der Tunguska. Und zwar, wenn man, wenn man hier zum Beispiel Blinker nimmt und einen Blinker einfach rauswirft, funktioniert das ja auch an der Tunguska. Wenn man zum Beispiel einfach nur durchzieht, eine lange Pause macht, nichts macht, dann vielleicht einfach nochmal wieder durchziehen, zack, auf einmal ist schon ein Biss. Ohne, dass hier unten steht Jigführung, Führung mit Zwischenstopp oder Stop and Go oder. Also ohne irgendeine spezielle Führungsmethode funktionieren hier eben auch zum Beispiel die Blinker. Zack. Und das machen wir uns eben zunutze mit den Nagetieren. Und zwar kann man das ja hier auch sehr gut machen. Ich hatte jetzt heute schon ein bisschen rumprobiert. Was am besten lief bei bewölktem Wetter, war einfach gar kein Sonnenschein, einfach nur die ganze Zeit bewölkt, war Black Gray. Die hat auch schon ein bisschen Abnutzung dadurch, also die hat auch schon wirklich einiges rangezogen. Und deswegen kommt die auch direkt wieder raus. Wir testen das jetzt mal bei prallem Sonnenschein. Tempo 50, normal einfach eingekurbelt, 4,5 ungefähr und da ist schon der Biss. Na guck. Einfach nur reingezogen und sofort der Biss. Ansonsten spielen, spielen, spielen. Denke dich in die Maus, die im Wasser ist und auf einmal oder die von der einen Uferseite zur anderen Seite will, schnell ein bisschen schwimmt und schnell wieder weiter, bisschen Pause macht und schnell wieder weiter schwimmt, zap, 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 zap und vielleicht ein bisschen erschöpft ist. Und so in der Art zuppelt man sich hier ein bisschen durch, macht immer mal wieder Pause, lässt die ein bisschen treiben. Und nichts passiert. Naja, testen.
und dann zack, direkt wieder raus. Also immer wieder ein bisschen rumprobieren oder eben mit anderen Geschwindigkeiten, ne? Also das ist halt jetzt die absolute Spielerei, weil wir ja keinen Anhaltspunkt hier haben. Ist das richtig, was wir machen? Wenn wir jiggen und wir sind in dem richtigen Jig, steht hier unten Jig-Führung. Hier wissen wir es nicht. Hier müssen wir rumprobieren, hier müssen wir testen, hier müssen wir selber variieren. Es gibt auch dieses Intervall einfach nur. Zack, zack, zack. Ganz kleine Schübe machen. Also verschiedenste Spielereien. Einfach kreativ sein und ein bisschen rumprobieren und selber etwas rauskriegen, wie man eben hier diese Mäuse besonders führen kann. In der Regel, was ich halt immer ganz gerne mache, ist mit Tempo 50 und Shift 1, 2, 3 ein bisschen ziehen, dann wieder ein bisschen locker lassen die Schnur, nochmal wieder ein bisschen ziehen, die Schnur wieder ein bisschen locker lassen und dann wieder ein bisschen ranziehen. So, und wenn das jetzt nach 3, 4 Mal werfen, wenn da nichts passiert ist, Farbe wechseln. Ganz einfach. Wenn der nicht funktioniert, jetzt hier bei prallem Sonnenschein, dann ändern wir mal die Farbe, dann gehen wir mal auf die weiße. Vielleicht ist ja jetzt hier bei Sonnenschein die weiße deutlich angesagter. Also raus damit. Vorhin, und das ist ja das Krasse, und da muss ich wirklich sagen, war ich ja echt schon ein bisschen überrascht. Das Spannende war einfach die Vielzahl der verschiedenen Fische, die hier draufgegangen sind. Also ganz unterschiedliche Fische, natürlich. Zielfisch, sowas wie einen Lennock, würde ich am liebsten hier drauf fangen, das wäre richtig nice. Lennock war mit dabei, Prosopium war mit dabei, Schereschnjew Saibling war mit dabei, also diese seltenen Fische waren mit dabei, einige Dollys waren mit dabei, Dolly-Wadenforelle, also richtig, richtig nice. Eine große Auswahl verschiedener Fische, die dann da drauf reinsteigen, also richtig top. Na, jetzt natürlich die Frage, ist jetzt der Weiße hier bei Sonnenschein der Trigger? Also intensive, ja, oder mit dem meisten Kontrast von der Farbe. Ja, durchaus möglich. Und dass man dann bei grauem Wetter vielleicht auch die graue Maus durchzieht. Die schwarze war so lala. Die braune teste ich gleich auch nochmal. Die hatte eigentlich auch ganz gut funktioniert. Kamtschatka Regenbogenforelle war auch auf der grauen dabei. Mit über 2 Kilo. Also die sind fängig. Die sind durchaus fängig. Zack, next. Und jetzt ist natürlich der Punkt, hier müssen jetzt aber auch die Brocken reingehen. Also, wenn man damit rumspielt, ist das keine billige Sache. Und das ist auch nichts. Ich meine, unter Level 30 kann man das ja eh nicht verwenden, weil man eben nicht zur Tunguska kann und die kaufen kann. Aber es ist eben auch nichts, was wirklich günstig ist. Denn so eine Maus, die liegt so ungefähr bei 140 Silber. Also 140 Silber plus dann nochmal vernünftiger Haken drauf. Das heißt, wir rechnen vielleicht nochmal 80 Silber für 2 Haken. Das ist natürlich schon mal eine heftige Hausnummer. Und die Kohlen, die müssen natürlich auch wieder reinkommen. Und dazu kommt, die Dinger haben auch einen recht ordentlichen Verschleiß. Die halten gar nicht mal so ewig, weil die eben, ja, so special sind, vielleicht auch sehr anfällig sind für Bisse. Und ja, dementsprechend ist das wirklich so eine Sache. Also wenn man die verwendet oder man will dann eigentlich auch schon eben vernünftige Fische hier drauf fangen, weil hier auf Keterlachse, hier 5 Kilo Keterlachse mitfangen und damit Verschleiß farmen, das lohnt sich halt absolut nicht. Das muss ja nicht sein. Also wenn, dann sollen hier auch ein paar Brocken reingehen. Wie gesagt, gerne auch ein bisschen was Seltenes. Und dann ist das alles schön. Ja, andere Möglichkeiten natürlich auch noch hier einfach langsam durchzuziehen. Einfach auf Durchleiern sozusagen einstellen. Tempo ein bisschen anpassen. Da mache ich das immer ganz gerne so, dass ich das Tempo so einstelle, dass eben unten die Action Bar, der kleine Bereich, immer ein bisschen flattert, sich so ein bisschen bewegt. Also auswerfen, langsam durchziehen und dann so einstellen. Na, 20, 21 jetzt gerade hier. Hier von 19, genau. Da flattert das jetzt so ein bisschen. Das heißt, die Maus im Wasser, die ist jetzt richtig am Rotieren und lockt vielleicht einfach nochmal zusätzlich. Ähnliches hat man ja auch bei den Spinnern oder bei den Blinkern. Da geht das ja dann ganz ähnlich.
auch vielleicht nochmal so ein bisschen mit rumspielen. Ein bisschen Pausen machen. Aber auch das ist noch nicht ideal. Das ist noch nicht das Optimum. Das heißt, wieder ändern. 2, 3 Würfe, wie gesagt, und dann ändern. Die größeren hier, die 30er, habe ich übrigens auch schon probiert. Funktioniert auch. Manche halt mehr, manche weniger. Und hier die ganz großen, das ist natürlich wieder so ein Ding. Vielleicht auch eher dann nochmal für einen Königslachs. Jetzt nochmal auf den braunen hier. Also natürlich Färbung, bräunlich. Und dann gucken, was da geht. Wir fangen wieder schnell an. Tempo 50 mit Shift. Einfach nur ein paar Drehungen machen. Bisschen ziehen lassen. Und gucken, was damit geht. Und zack, haben wir doch direkt einen drauf. Das ist doch gut. Das ist ein gutes Zeichen. 2, 3 Mal jiggen, beziehungsweise diese Bewegung machen. Und wenn dann schon Reaktionen kommen. Top. Dann muss das bloß weitergehen. Ja, und die kleinen, die hatte ich vorhin auch. Die kleinen Dollys, die bringen es halt auch nicht, ne? Also wenn, dann müssen die auch schon richtig maßig sein und die richtige Färbung haben. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Also eine Möglichkeit, einfach hier wieder an der Yama eben auch nochmal, oder eine andere Möglichkeit, damit dann eben auf Lachse zu gehen. Und das dann einfach auch testen an den verschiedenen Stellen, an den klassischen. Ich bin jetzt hier gerade auf 196, 197, also hier genau in der Mitte. Hier ist ja so eine kleine Delle. Und genau hier an der Delle. Ja, dann einfach rein damit. Und hier durchziehen. Klassische Stelle, hat ja die gesamte letzte Woche auch hervorragend funktioniert. Auf dem Sutori 22. Hier unten werde ich auch gleich nochmal testen, ob das geht. Ansonsten natürlich hier in dem Bereich. Also hier nochmal probieren oder natürlich hier. Wobei hier ist natürlich auch immer ein bisschen gefährlich für Königslachs, wenn er hier unten hin abhaut. Ja, dann wird es teuer. Und dann kann er im schlimmsten Fall eben auch aus der Map rausschwimmen oder ein Leer ziehen. Das wollen wir nicht. So, weiter durchziehen, weiter probieren. Und gleich natürlich auch nochmal die anderen Farben. Und die Wobbler. Zack, da haben wir schon den nächsten. Aber auch noch nicht so groß. Also, das ist noch nicht so ganz ideal. Also fangen wir hier nochmal an von vorn. Bei der Tung. Gerade hatten wir grau. Und ich fange dann jetzt hier mal an mit black. Also komplett schwarz. Alle übrigens die gleichen Haken. Überall ist ein 1er Haken drauf. Mit Pusche. Und die Frage ist einfach nur, welche von den Mäusen funktioniert bei prallem Sonnenschein am besten. Wie gesagt, grau und schwarz, die grau-schwarze Maus, das war die beste bei Wolken. Und jetzt bei Sonne, tja, da heißt es wieder von vorne testen und rumprobieren, was denn da am besten funktioniert. Jetzt habe ich mal ein bisschen mit, also gegen die Strömung geworfen und mit der Strömung gezogen. Auch das ist ein ganz guter Effekt, geht ganz gut. Weil dann diese Lockerlassphase noch mal ein bisschen länger ist. Wobei, die wollen wir natürlich nicht. Also direkt noch mal wieder raus. Das heißt, wir kommen jetzt hier schön ins Treiben. Können noch mal schneller ziehen. Wieder ein bisschen locker lassen. Und schon wieder einer. Sehr gut. Genau so soll das sein. Genau so. Und gerne auch noch ein bisschen mehr Gewicht. Aber ich glaube, das passt hier gerade ganz gut. 13,5 Kilo Fluorocarbon komplett habe ich gerade als Schnur. Macht das Ganze relativ entspannt. Das heißt, ich muss gar kein Vorfach oder so wechseln, sondern kann hier einfach nur die Hauptschnur wechseln und gut ist. Aber wie gesagt, den wollen wir nicht. Ich wechsle mal eben den Spot. So, und da sind wir. Anderer klassischer Spot, super wichtig. 150, 146. Auch das lohnt sich immer. Ich gehe nochmal eben rein hier in die Mäuse. Ja, und wir machen mit der schwarzen einfach direkt weiter. Also locker ausgeworfen. Das war jetzt noch nicht mal so ganz maximal. Aber damit testen wir einfach mal hier vorne in dem Bereich. Hier sind auch immer mal wieder ganz gerne Rotlachse und Silberlachse. Und wenn die hier auch auf die Mäuse gehen, wäre das natürlich der Hammer. Wobei ich da eben vermute, dass das schon, na, so ein bisschen zu großer Köder ist.
für diese kleineren Lachsarten, die werden ja nicht ganz so groß. Ich werfe nochmal maximal aus. Wie weit kommen wir? Ja, doch, das passt doch gut. Das passt doch gut. Und immer so kleine Steps mal probieren. Vielleicht triggert's. Oh, jetzt haben wir hier gerade Regenwetter. Zack, Biss. Ich wechsle gleich nochmal auf den grauen. Grau-schwarzen. Vielleicht triggert der ja tatsächlich. Oha. Okay, ich nehme alles zurück. Wenn hier sogar 130 Gramm Fischis draufschießen, das ist natürlich der Hammer. Wobei auch der Schereschnew-Saibling mit 400 Gramm oder sowas ist natürlich auch nicht so riesig. Oder Prosopium mit 600 hatte ich, glaube ich, drauf. Das ist natürlich auch alles nicht so riesig. So, gucken wir mal. Grau, schwarze Maus bei grauem Wetter und Regen. Ist das der Burner? Hier an der Stelle noch nicht probiert, aber irgendwann muss man es halt probieren. Und Biss. Na, guck. Aber auch nur Kleinkram. Bisher noch nichts, was tatsächlich den Einsatz von einem so teuren Köder gerechtfertigt hätte. Bisher noch nichts dabei. Ich lasse noch mal ein bisschen treiben. Und Biss. Na gut. Also das ist zumindest schon mal ein gutes Zeichen, wenn man einfach nicht viel Reaktion machen muss. Es ist der Hammer. Es ist der Hammer. 400 Gramm Fisch auf so einen riesen Köder eigentlich. Ich habe im Stream auch schon gesagt, ich vermute, dass die underrated sind sozusagen. Also von den Größen her, dass die Wirkung einfach relativ klein ist. Ob das an den Haken liegt, vielleicht liegt es auch am Einser-Haken. Und ein 1-0er wäre vielleicht besser. 2-0er wäre auch noch möglich. Aber 1-0 ist auch schon wirklich ein Monster-Ding. Aber durchaus möglich, ne? Ich sag mal, ein 1-0er Haken hier für die Fische, für die großen Lachse, ist jetzt auch nicht so unüblich auf Kunstköder. Von daher wäre das durchaus eine Option. Andererseits bin ich auch sehr zufrieden, wenn hier auf einem Einserhaken so ein Schereschnew-Saibling reinballert. Oder ein Prosopium in groß, nehme ich natürlich auch gerne mit. Also hier scheint jetzt tatsächlich gerade Lennock zu gehen. Ich bin zwar schon nass bis auf den Schlüppi. Dauerregen hier gerade an der Stelle. Aber wenn man hier so intervallmäßig mit kleinem Schub die Maus durchzieht, scheint das tatsächlich gerade ganz gut für den Lennock reinzukicken. Nicht nur kleine, sondern auch ein großer war schon mit dabei. 3,2 Kilo. Das schmeckt natürlich richtig. Kann man, glaube ich, ganz gut machen. Also kleine Schübe intervallmäßig. Einfach locker gezuppelt. Ich bin momentan mit Tempo 30 unterwegs und Shift. Und zuppel jetzt quasi nur in kleinen Schritten hier die Mäuse durch. Ja, jetzt gerade zack, 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 4 Stück in Folge. Nicht so verkehrt. Mal gucken. Und gar nicht so ganz weit ausgeworfen. Halb ausgeworfen. Ja, man sieht da vorne, glaube ich, so einen leichten Schatten. Eine leichte dunkle Linie sozusagen, knapp dahinter geworfen. Das sind so circa 25 bis 30 Meter, würde ich sagen. Weiter ist das gar nicht. Und da waren jetzt gerade schön ein Lennock nach dem anderen. Vielleicht war es auch einfach nur gerade passend von den Temperaturen und von der Uhrzeit her, dass das gerade gut reingekickt hat. Aber deswegen probiert man ja und testet. Also ich bin bisher ganz zufrieden mit den Mäusen. Einfach nur, weil die so unterschiedlich liefern. Allerdings ist es noch nicht so, dass man sagt, okay, mit der und der Maus jetzt gerade an der Stelle läuft das und das richtig gut. Also man muss tatsächlich viel probieren. Und man hat auch wirklich ein ganz buntes Portfolio verschiedenster Fische. Die triggern einfach super viele verschiedene Fische.
Was nicht schlecht ist, nehmen wir natürlich gerne mit hier. Aber muss man dann eben auch einfach sich darauf einstellen, dass da eben alles Mögliche mit reingeht. Wobei jetzt hier gerade an der Stelle ist es wohl doch recht Lennox-lastig. Ziehe nochmal ein bisschen schneller durch. Vielleicht triggert das nochmal ein bisschen härter. Und da war auch schon der Einschlag. Na guck, also durchaus eben auch nochmal eine Möglichkeit hier auf 150 die durchzuziehen. Und wieder Lennox, ein bisschen klein, aber passt. Ja, und dann, wie gesagt, nochmal die Variation, das werde ich auch nochmal testen, mit 1-0er Haken. Ich würde fast sagen, 1-0er, vielleicht doch eher der 1-0er. Vielleicht bringt der doch nochmal ein bisschen mehr die dickeren Brocken. Die waren vorhin wahnsinnig schlecht, die Fische, aber 1-0er hat man eben auch häufig auf den ganzen Blinkern drauf. Und von daher müsste das doch richtig gut funktionieren, auch mit, zack, nächster, mit 1-0er. Ja, auch hier, 150, kann man machen. Kann man machen, wahrscheinlich auch mit anderen Ködern. Also wenn du Bock hast hier auf Lennox, wenn er jetzt gerade hier ist, ich werde später nochmal testen mit dem Walker. Der Walker, der braun-rote, den auf jeden Fall auch nochmal testen. Also Angry Walker, den auf jeden Fall nochmal testen. Oder vielleicht sogar auch nochmal mit Pose hier, mit Mistkäfer zum Beispiel. Das klappt ja auch immer mal wieder ganz gut für den Lennox. Wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Aber das dann am nächsten Tag, denn wir haben hier schon gleich 16 Uhr. Viel Zeit zum Angeln und zum Spinning-Testen hat man halt nicht. Das geht halt immer nur am Tag. So, jetzt nochmal die Tunguska. Und hier sind sie, die Wobbler. Kriegen wir damit etwas hin? 22 Gramm, 10 cm, 12 cm. Ich nehme die 10 cm. 10 cm der Crank 10-1-0. Fangen wir damit an. Okay, 4-0er Puschelhaken drauf. Der hatte seinen Einsatz an der Tunguska für Timen und Co. Das geht natürlich so nicht. So, mal eben umgebaut und direkt rauswerfen, denn es wird langsam Zeit. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, denn der darf nicht zu tief runter. Das heißt nur ganz leicht, genau, wir sind schon im Twitchen, ganz leicht antwitchen und gucken, ob das so funktioniert. Immer schön die Schnur im Blick behalten, dass das eben auch wieder hoch geht alles. Aber ich glaube, das ist... Na, dafür treiben die auch nicht gut genug. Ist das ein sinkender? Tauchtiefe 2 Meter. Ich glaube, dafür ist das hier einfach zu tricky. Und hier haben wir dann schon die Grundberührung. Weil er eben einfach so tief dann über den Grund kratzt. Ich werfe nochmal ein bisschen weiter aus. So. Treiben lassen und leicht reingehen. Ins Twitchen. Bisschen locker lassen auch immer wieder. Oder einfach mit der rechten Maustaste geht natürlich auch nochmal. Aber ne, dafür treiben die nicht genug auf. Also Floating-Köder mit einem F da dran, die sind immer wieder ganz gut so zu führen. Auch bei Strömung oder. Auch wenn die eigentlich viel zu viel Tauchtiefe hätten. Aber die bleiben relativ gut unten. Und das macht das Ganze dann nicht so interessant. Direkt nochmal eine andere Farbe vielleicht nochmal testen. Vielleicht triggert ja doch nochmal was, wenn man es einfach so locker durchzieht. Nehmen wir mal 20, 22 Gramm, 12 cm, 2,5er Tauchtiefe. Die sind einfach riesig, ne? Ich nehme trotzdem mal hier diesen roten. Gucken wir mal. Zack. Und dann locker durchziehen. Aber ne. Also diese Tunguska-Köder nicht so ideal. Sehr, sehr, sehr schwierig zu führen hier. Ganz, ganz, ganz vorsichtig nur mit dem Jig. Und trotzdem landet man irgendwann ganz unten.
weil die einfach nicht richtig auftreiben. Also dafür nicht wirklich geeignet. Die sind dann eher so zum Schleppen richtig gut. Und ja, ich bleibe dann hier jetzt erstmal bei den Mäusen. Durchgetestet, weitermachen. Ich probiere jetzt hier bei Sonnenschein wieder die weiße Maus. Teste doch auch mal. Vielleicht ist das ja was für dich, wenn du genug Silber hast. Denn die Dinger, wie vorhin schon gesagt, die sind teuer. Tja, wenn man da Bock drauf hat, einfach mal ausprobieren. Verschiedene Hakengrößen vielleicht nochmal testen. Und dann hier an der Tunguska mit den kleinen Nagetieren auf Lachse. Das muss doch irgendwie gehen, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch was reinrasselt. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, das gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.